So Leute, jetzt gucken wir eine Runde. Maxify reagiert und zwar hat er scheinbar Paladin ein bisschen ausgelacht. Und zwar hat er auf meine lustigsten Versprecher reagiert. Da bin ich ja mal gespannt. Ich und mich versprechen, das ist nie passiert. Hey YouTube und willkommen zu einer weiteren Reaktion. Heute schauen wir uns in den Paluten an und zwar wie er Versprecher hingelegt hat. Ja, der gute Paluten haut auch mal ein paar Versprecher raus und darauf freuen wir uns natürlich. Also ja, das war gar nicht. Danke. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ja, mach ich immer. Daumen, Like, immer. Ja, schaut auch gerne bei Paluten vorbei. Und ja, schaut auch bei Maxify vorbei. Stream, falls ihr mal einen Stream von mir sehen wollt, der Link dazu in der Videobeschreibung oder ihr sucht auf Twitch nach Maxify. Ja, okay. Ich würde sagen, Leute, lassen Sie sich lange erwarten und ich habe super. Können wir direkt. Das geht immer schnell anfangen. Mit den Versprechern. Minecraft, fängt ja schon mal gut an. Du kleiner grüner Goblin. Aber ich habe gewartet. Was ist so schnell? Best of Paluten-Versprecher. Ja. Nummer zwei. Zwei. Oh, warte mal, ich muss ja, warte mal, es tut mir leid. Ich muss ganz kurz meine hässliche Fresse ein bisschen hier verschieben, vermutlich. Wartet. Oh, nee, jetzt hab ich den, oh, nö. Ja, so ist gut. Ich pack mich hier unten hin. Es könnte sein, dass in der einen oder anderen Situation das da auch nochmal passiert, aber besser als nix. Let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mario. Nee, warte mal. 3, 2, 1. Fühle ich. Deswegen hasse ich es, Intros zu machen. Ja, ich auch. So schlimm. Minecraft. Ach, warte. Das ist der Videotitel. Das kommt ja später von hinten. Autobahn fahren. Ja, sehr gut. Wie im Foto. Oder viel. Wie im Foto war das. Ja, wie im Foto. Oh, der will überholen. Ist es die Polizei? Warte. Ups. Jetzt mal aufhören, ihn zu belästigen. Ah, gute Zeit. Reisebüro, Paluten, Leute. Oha. Junge, er hat ihn aus dem Leben. Alter, dann kann ich euch gar nicht mehr richtig erinnern an die Folge. Meine 412 Frauen von 800 Kindern, andersrum. Man kennt es, die 412.000 Frauen, weil 412.000 Frauen. Ja, komm hier. Ja, hallo. Ich bin Palette. Danach muss ich aber auch eine Sache forschen. Okay. Ich geb dir eine Banane, liebe Affe. Gier. Wer kennt ihr nicht, die gute alte Affe? Was ist denn los, Heiner? Mann, ich weiß auch nicht, wie das manchmal passiert, Leute. Es tut mir leid, aber mein Gehirn, das setzt irgendwie dann manchmal aus. Oft. Also. Ich geb dir eine Banane, liebe Affe. Und 5000. Das geht, wenn sie auch direkt dann lustig macht, da drüben. Das ist nichts. 5000 Sets sind's. Ja, aber es ist süße Giraffe, ne? Süß. $2. Ich auch. Tycoon-Dollar. Der Streik ist vorbei. Ja, oh, das war auch cool. Das ist ein geiles Spiel gewesen. So, mein Cousin hatte mal eine Schlange. Aber ich bin, also, jedem das seine. In seiner Hose? Nein. Mann, weiß nicht, das sind gar keine Versprecher, das ist nur GP, der sagt in meiner Hose. Ja, und Olli. Olli, die Glattnattatter. Ja, so heißen die. Glattnattatter. Ja, so ist das richtig. Zack. Und da ist er schon. Der schlängelt sich da durch. Ich hol mir ein bisschen Gold da drüben. Und habt alle umgebracht. Ja, weil scheinbar. Ja, aber das ist auch, ich muss auch sagen, ganz ehrlich, in dem Moment, wenn einer Mörder wird, dann ist es so, was mache ich jetzt? Schrei ich? Bin ich ruhig oder was? Und dann ist mein Gehirn komplett überfordert und ja. Ja, wenn es niemand Gold ist. Ich bin Gold. Ich bin Gold-Elite, Silber-Elite. Ja, ich auch. Wer kennt sich die guten alten Versprecher? Bei mir ist es aber auch voll oft so, dass ich voll die Versprecher habe. Voll schlimm. Sag ich gar nicht. Oh, da ist direkt. Ein Notwagen. Euer Kumpel, also ich, der Weihnachtsmann. Ich hab meinen Job verloren. Ich darf keine Geschenke mehr auspacken. Ach, auspacken? Nein. Verteilen. Wer kennt's nicht, den guten alten Weihnachtsmann, der seine eigenen Geschenke auspackt. Ich glaube, mein Auto ist auch nur noch ein Apfel und ein Ei wert, so oft wie ich das gegen eine Palme gewedelt habe, ey. Bitte? Bitte was? Was?
In eine Palme gewedelt? Sorry, Leute, es ist das hört sich ganz falsch an. Zu früh. Oh, ich drehe hier schon seit... Das ist mir alles ein bisschen peinlich, aber so ist es nun mal. Das ist halt im Internet und ich will da auch nie wieder rausgehen. Aber ja, ich meine, eigentlich, also es ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich schäme mich dafür eigentlich nicht. Weil, mein Gott, das ist jetzt ja nichts Schlimmes, dass man das kurz mal sagt, irgendwas mit Palme wedeln und so weiter. Das war... schnell weiter. Stunden. Hier so meine Runden. Runden. Der Typ versucht mich zu überholen, deswegen mache ich ihn fertig. Tschüss. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. On the side, Mr. Ride, the one who's open sleigh. Hey. Das sollte er jetzt eigentlich nicht mehr großartig überleben. Das war auch so ein geiles Spiel. Relativ wenig, relativ. Also dafür, dass ich eigentlich dachte, oder das Spiel hat so viel, das war so ein Boxing-Ding. Es war so geil. Es hat so viel, ich hatte German Let's Play als Boxer, Palette war da auch und so. Richtig geiles Game. Hat richtig Spaß gemacht, das zu zocken. Überleben schon. Werden ihn nicht töten. Aber vielleicht doch. Nein. Okay, ja, Knockout, danke. Ist eine schöne Sache. FC Bayern, Chance Students, du wirst nie allein. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen Hate für kassiert, nur weil ich dieses Bayern-Lied gesungen habe. Ich möchte nochmal sagen, Leute, ich bin kein Bayern-Fan. Ich war früher Dortmund-Fan, weil mein Cousin Dortmund-Fan war. So bin ich tatsächlich zu diesem Verein gekommen. Das ist ja oftmals so, dass man durch... Auf jeden Fall hat dann allerdings Dortmund angefangen, zur damaligen Zeit so richtig viel Geld für Spieler auszugeben. Amoroso, Jan Koller, Rositzki. Und dann sind die fast pleite gegangen. Ich konnte mich nicht mehr mit dem Verein identifizieren, also schon bevor die pleite gegangen sind. Weil ich damals so Spieler gefeiert habe wie Matthias Sammer, Jürgen Kohler, Stefan Chapuisat, Kalle Riedle. Ja, dann mittlerweile ist es bei mir tatsächlich so, dass ich mir einfach immer denke, oh, ich möchte einfach ein geiles Spiel sehen, guten Fußball. Und ja, international bin ich trotzdem immer für die deutschen Teams. So, weiter. Keine Ahnung, wie das Lied tatsächlich geht. Ich weiß es auch nicht, absolut keine Ahnung. Ich Maxi muss war kein sagen, Fußballfan. Die Versprecher sind gar nicht mal so schlimm. Ich weiß. Ja, du hast den ersten Teil nicht gesehen. Also, Palutenversprecher 1 war, glaube ich, waren noch diese ganzen Klassiker drin. Ganz ehrlich. Dass ich viel, viel heftigere Versprecher Teil 1 ist kranker. Ich bin jemand, ich nusche sehr stark manchmal. Und ich muss mich anstrengen, nicht zu nuscheln. Das habe ich auch. Ey, so oft sagen die Leute, sag mal, was hast du? Weil manchmal verschlug ich dieses Moin, Leute. Moin. Und das passiert manchmal. Also, keine Ahnung warum. Halt, um aufzuheben. Nö, ich will ja erstmal nur den Müll hier wegräumen. Ja, ja, Staubsauger. Der gute alte Staubsauger. Oh, man kennt ihn. Der gute Staubsauger. Wer kennt ihn nicht, Alter? Und zwar bin ich während Levi von Attack on Titan. Levi. Revis Livestream. Ach, das UFO. Und auf ein eben mehr erfolgreiches 2019. Versprecher sind doch normal. Die hat doch jeder mal, oder nicht? Oder nicht? Die hat jeder mal. Wollte ich mal gesagt haben. Warum hat er plötzlich so eine komische Tröte? Oh, hier. Jalupi, geiles Game. Einmal diese Zündspule. Zündspule müsste es sein. Nein, was ist denn? Ja, ich habe meinen Arm verloren. Was macht er denn, Junge? Paddel doch! Paddel doch! Die sind alle so weit vorne, jetzt Aufholjagd, Deutschland! Nein, mein rechter Stick muss kaputt sein! Der rechte Stick! Ja, ich hab wieder Schlag gedrückt! Deutschland! Einfach ein Trauerspiel für Deutschland, ein ganz schwarzer Tag in der Olympischer Rekord! Einreisewilligen aus dem Das ist so geil, das Game. Ausnahmen werden nicht gemacht. Und wenn man da oben rechts die Cam sieht, das habe ich damals im Sommer aufgenommen und es war so warm in meinem Zimmer. Ich hatte damals noch nicht diese kleine mobile Klimaanlage, die den Raum wenigstens ein bisschen runterkühlt und mir lief wirklich die Suppe sowas von runter. Das war echt, das ist jetzt wirklich kein Scherz, mir wurde teilweise ein bisschen schwindelig bei der Aufnahme, weil es so warm war hier drin. Das war echt unangenehm, aber ich habe es durchgezogen und es hat super viel Spaß gemacht. Außer eine Pesche. Schwer. Sind nicht dazu, soll man nicht konfiszieren. Okay. Hallo, Mister. Oh Gott, was denn mit dir? Jetzt wird das so leise. Das ist ein Pfannkuchengesicht. Ja, warte mal, ein Ei ist doch gar nicht rund. Okay, das war los. Der ist rund wie ein Ei. Das hier, Paluten, ist auch ein Ei, wenn man es so macht. Okay, warte mal, so könnte es echt... Nein. Stimmt, nein, ja, so ein bisschen Ei meint, das ist auch kein Ei. Aber für dich ist es vielleicht ein Ei. Für andere ist es kein Ei, für andere ist es ein Ball. Kugelrund. Für dich ist es ein Ei. Alles gut, Paluten. Wie viel mit dir? Danke. Aber ihr müsst halt jetzt auch darauf achten. Jawohl. Krass, die haben durch die Heilung durchgerubbelt. Gerubbelt? Okay, Palle. Victory. Enttäuschen. Ja, aber was macht der? Pieksen. Anderes Wort für pieksen. Stechen. Oh. Easy.
Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel kann einen so verrückt machen. Es ist manchmal ja, so leicht im Wörter, aber man geil. Kommt nicht darauf. Und mein Fuß hängt unter den Scheißstuhl fest. Mann, geht doch. So vielen Parts schon so oft gesagt. War das jetzt, ein Zitat? Ein Tod? Oder bist du gestorben? Ja. Also ich hab nichts gemacht, ich bin innocent. In so vielen Parts hat das gesagt. Vertraut oh, Mann, hä, wer? Jetzt haben wir das drin gesehen. Ein bisschen weiter vorankommen im UFO. Das ist natürlich schon längst überfüllig. Überfüllig? Überfällig. Aber ich habe ja gesagt, okay, ich werde das langsam angehen. Ja, gut. Wir wissen ja alle, was mit dem UFO. Also, Tim, bis ich die gegossen habe. Ja, mein Kind. Okay. Aua. voll ins Gesicht, Alter. Aber ich habe gewartet. Ich hab gewartet. Tatsächlich, das geht weg, als ob. Oh. Wiederholung bitte. Ich glaube, Paluda hat gerade gespuckt dabei. Oder? Tatsächlich, das geht weg, als ob. Oha, und wie? Wie so ein Kamel, Alter. War das Kamele, das man labert, oder? Hat man das gerade gesehen auf der Kamera? Meine Damen und Herren. Das war's mal wieder mit einer wirklich. Wir haben doch noch eine. Ach so! Können wir nicht Schluss machen? Ich kann nicht mehr, Leute. Schon zugrunde geht. Der kleine Mann wird hier geschröpft. Der am bei dem Game war ich auch so dumm. Okay, das war hat er sich gerade über mich lustig gemacht? Ich der hat mich so, gerade nachgeäfft. Die waren okay. Könnte schlimmer sein. Gibt schlimmere Versprecher, ja, wie gesagt, Part 1 ist auch... Part 1 ist... Da sind die Besten drin. Was für ein süßer Dino. Goblin ist das.